Ja, hallo. In diesem Video wollen wir durch eine Kombination von Raten- und Linearfaktorenzerlegung diese algebraische Gleichung hier lösen. Zunächst einmal untersuchen wir aber, ob wir hier irgendwas ausklammern können. Können wir nicht, ne? Weil x kommt hier nicht vor. Und weil x nicht in allen Termen vorkommt, können wir x nicht ausklammern. Eine Substitution können wir hier auch nicht durchführen. Das funktioniert auch nicht. Also bleibt uns als nächstes nur übrig, wir müssen eine Lösung raten. Gut, und dabei hilft uns dieser Satz hier, den haben wir schon kennengelernt. Wenn man bei einer algebraischen Gleichung die Lösungen raten will, und wenn erstens die Gleichung ganzzahlige Koeffizienten hat, ne, ist ja hier der Fall, hier haben wir eine 5, hier auch, hier können wir uns eine 1 denken, denn x² ist das gleiche wie einmal x², ne, hier genauso, x hoch 3 ist das gleiche wie einmal x hoch 3, also haben wir hier die Koeffizienten 1, 1, minus 5 und minus 5, also ganzzahlige Koeffizienten. Ne? Oder anders gesagt, die Koeffizienten sind ganze Zahlen, keine Brüche oder sowas. Gut, und wenn auch noch die zweite Bedingung erfüllt ist, das heißt, wenn eine normierte Gleichung vorliegt, das heißt, wenn der Koeffizient hier 1 ist, ne? Ich habe ja gerade erklärt, den kann man sich denken, x hoch 3 ist einmal x hoch 3, ne? Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, also ganzzahlige Koeffizienten und eine normierte Gleichung, dann folgt daraus, falls rationale Lösungen bestehen, sind sie ein Teiler des Absolutgliedes. Gut, wo ist hier das Absolutglied? Das ist immer der Term ohne x, also minus 5. Und was sind die Teiler des Absolutgliedes, also die Teiler von minus 5? Das kennen wir aus der Bruchrechnung. Minus 5 ist teilbar durch 1, durch minus 1, durch 5. Und minus 5. Ne? Mehr Teiler hat die Zahl minus 5 nicht. Gut, und diese Zahl müssen wir jetzt der Reihe nach in diese Gleichung einsetzen. Ich mache es mal für 1. Wenn ich hier 1 einsetze, überall wo x steht, habe ich hier 1 hoch 3, das ist 1. Hier habe ich 1 Quadrat, das ist 1. Minus 5 mal 1 ergibt minus 5 und minus 5. So, und jetzt vereinfache ich das hier. Minus 5 und minus 5 sind minus 10. Plus 2 sind minus 8 und das ist leider nicht gleich 0, also 1 ist keine Lösung. Machen wir weiter bei der 2, bei der minus 1, also bei der zweiten Zahl meine ich. Setzen wir minus 1 ein, dann erhalten wir minus 1 hoch 3. Was ist das? Das ist minus 1. Und minus 1 Quadrat ergibt plus 1. 5 mal minus 1 ergibt minus 5 und weil hier noch ein Minus vorsteht, ergibt das minus minus 5 und nach den Vorzeichenregeln ergibt das plus 5, weil Minus und Minus ergibt Plus. So, jetzt rechnen wir mal nach. Minus 1 plus 1 ergibt 0, plus 5 ergibt 5, minus 5 ergibt 0, also 0 gleich 0, minus 1 ist eine Lösung. Gut, jetzt haben wir gesehen, 1 ist keine Lösung, minus 1 ist eine Lösung. Wenn wir die beiden jetzt noch einsetzen würden, würden wir merken, 5 und minus 5 sind keine Lösung. So, also kann ich schon mal hinschreiben, die erste Lösung haben wir schon mal gefunden. x1 gleich minus 1. Ja, jetzt wissen wir allerdings, dass eine algebraische Gleichung dritten Grades maximal drei Lösungen haben kann. Also vielleicht hat sie noch zwei andere Lösungen. Rational können sie nicht sein, also Brüche können es nicht sein, ne, nach dieser Regel hier oder nach einer anderen Regel, die wir auch schon kennengelernt haben. Da bleibt also nur übrig, dass da entweder gar keine Lösungen mehr existieren oder reelle Lösungen. Ne? Und die können wir eben durch Raten nicht rausbekommen. Also reelle Lösungen sind sowas wie Wurzel 2, also irgendein Bruch, der nie aufhört, eine Dezimalzahl, die nie aufhört. 1,4142 und so weiter ist, glaube ich, Wurzel 2, müsste ich jetzt mal nachgucken am Taschenrechner. Ja, stimmt. Also ein Dezimalbruch, der nie aufhört. Sowas könnte auch daraus kommen. Sowas kann man ja nicht raten, ne? Weil eben die Dezimalzahl ja nie aufhört. Gut, also was tun? Da machen wir jetzt eine Linearfaktorenzerlegung. Ne? Also das mit den Raten kannten wir schon. Ne? Jetzt haben wir bloß eben das Problem gehabt, wir haben eine geraten, aber da fehlen uns auch Lösungen, die wir durch Raten nicht bekommen können. Und da machen wir eben eine Linearfaktorenzerlegung. Ne? Linearfaktorenzerlegung, da gibt es auf der Homepage einen ganzen Kurs drüber.
Und der wichtigste Satz in der Linearfaktorenzerlegung, in der Theorie der Linearfaktorenzerlegung, lautet eben, falls a, also hier im Beispiel ist a gleich minus 1, ne, falls a eine Nullstelle des Polynoms p ist, dann ist das Polynom durch x minus a teilbar. Ne? Gut, wir haben ja hier eine Lösung dieser Gleichung berechnet. Man kann diese Gleichung aber auch anders interpretieren. Wir fragen uns, wann das Polynom, was auf der linken Seite steht, gleich 0 ist. Ne? Man kann also das Lösen einer algebraischen Gleichung auch interpretieren als Suche der Nullstellen eines Polynoms. Ne? Die linke Seite ist ein Polynom und ich will wissen, wann ist das Polynom gleich 0. Ne? Und das ist eben bei x gleich minus 1 der Fall. Ne? So, und jetzt sagt dieser Satz, falls a eine Nullstelle des Polynoms p ist, ne, also in unserem Fall, falls minus 1 eine Nullstelle des Polynoms ist, dann ist das Polynom durch x minus a teilbar. Ne, also in unserem Fall ist es dann dieses Polynom hier durch x minus a, und a ist jetzt minus 1, durch x minus minus 1 teilbar. Ne, oder kurz gesagt durch x plus 1. Ne. Diese zwei Minus ergeben hier wieder Plus, nach den Vorzeichenregeln. Gut, also, wir wissen jetzt, weil x gleich minus 1 eine Nullstelle dieses Polynoms ist, ist dieses Polynom durch x plus 1 teilbar. Ja, und das benutzen wir jetzt, um eine Linearfaktorenzerlegung zu machen, indem wir dieses Polynom, weil es durch x plus 1 teilbar ist, durch x plus 1 einfach mal teilen. Ja, das schreibe ich also hin, dieses Polynom nochmal. X hoch 3 plus x Quadrat minus 5x minus 5. So, dieses Polynom und dieser Satz, ne, hier dieser, der sagt ihm jetzt eben, dass dieses Polynom dann, wie ich gerade erklärt habe, durch x plus 1 teilbar ist. Ne? Das heißt, ich kann eine Polynomdivision machen, die aufgeht. Ne? Polynomdivision gibt es auch einen ganzen Kurs auf der Homepage mit Videos und so. Gut, fangen wir mal an. Ich teile also das höchste Glied hier durch das höchste Glied hier. X hoch 3 durch x ergibt x². X² mal x ergibt x hoch 3. Und x² mal 1 ergibt x². So, jetzt ziehe ich das hier ab, das Ergebnis, von hier oben. Da und da bleibt nichts übrig, aber hier muss ich minus 5x runterholen und die minus 5. So, jetzt teile ich minus 5x durch x, da erhalte ich minus 5. Minus 5 mal x ergibt minus 5x. Und minus 5 mal 1 ergibt minus 5. Das ziehe ich jetzt wieder hier von oben ab, also das hier minus das hier. Das ergibt 0, das heißt, die Polynomdivision geht auf. Gut, das war die kurze Nebenrechnung, die Polynomdivision. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt stelle ich diese Formel hier, also das ist ja hier das Ergebnis. So, ne? Jetzt stelle ich diese Formel um. Und zwar bringe ich das hier auf die andere Seite, dieses x plus 1. Ne? Ja, wie mache ich das? Indem ich einfach beide Seiten mit x plus 1 multipliziere, dann fällt es hier weg und es rutscht auf die andere Seite. Ne? Das ist einfaches Formelumstellen. Gut, was bekomme ich daraus? Ich schreibe es mal jetzt da drüber hin. Ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, von unten nach oben zu rechnen, aber es geht nicht anders. Da bekomme ich raus, x hoch 3 plus x minus 5x plus x Quadrat minus 5x minus 5. So, dann gleich, das ist jetzt rübergerutscht, da erhalte ich dann x plus 1 mal x Quadrat minus 5. Also einfaches Formelumstellen. So, und jetzt kann ich also dieses Polynom hier, was auf der linken Seite steht, ne? Das ist ja hier, steht ja hier nochmal. Ne? Also die linke Seite ist diese linke Seite. Und die linke Seite habe ich jetzt zerlegt in Linearfaktoren. Deshalb kann ich diese Gleichung jetzt, oder besser gesagt, die linke Seite dieser Gleichung als Produkt schreiben. Ne? Als Produkt aus diesem Linearfaktor und diesem Restpolynom. Gut, das mache ich jetzt mal hier oben. Also diese Seite hier, die schreibe ich jetzt als Produkt x plus 1 mal x² minus 5 minus 5 gleich 0. Ne? Gut.
diese Zeile hier wische ich jetzt mal wieder weg. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Oder ich lasse mal stehen. Vielleicht kommen wir ja mit dem Platz hin. So, jetzt haben wir die linke Seite in ein Produkt zerlegt. Und jetzt können wir folgenden Satz verwenden. Und zwar den Satz von Nullprodukt. Ein Produkt A mal B ist genau dann gleich 0. Ich habe hier ein Produkt, das ist dann A. Dieses A ist dieser Faktor. Dieses B ist dieser Faktor, also diese Klammer hier. Und dann steht hier noch gleich 0, genauso wie hier. Das heißt, wir können diesen Satz formal schon mal anwenden. Und der Satz sagt also, ich fange nochmal an, das Produkt A mal B ist gleich 0, genau dann, wenn A gleich 0 ist oder B gleich 0 ist. Also in unserem Fall, wenn entweder die erste Klammer gleich 0 ist oder die zweite. Das heißt, wir müssen erstmal die erste Klammer gleich 0 setzen. Dann haben wir hier x plus 1 gleich 0 und das ergibt x gleich minus 1, wenn ich das umstelle. Allerdings hatten wir diese Lösung ja schon geraten. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Die haben wir ja schon hier oben. Das war ja schon die Lösung, die wir geraten haben. So, und dann sagt der Satz vom Nullprodukt weiter. Oder wenn b gleich 0 ist. Oder in unserem Beispiel die zweite Klammer, wenn die gleich 0 ist. Auch dann wird das Produkt zu 0. Das heißt, die linke Seite ist 0 und die Gleichung ist erfüllt. Dies wird zu einer wahren Aussage. Ich muss also gucken, wann wird dieses b gleich 0, also im Beispiel, wann wird diese zweite Klammer hier gleich 0? Ja, und dazu muss ich sie einfach gleich 0 setzen, also x² minus 5 gleich 0. Ich frage mich also, wann wird die zweite Klammer gleich 0? Denn dann habe ich auf der linken Seite das Produkt 0 mal irgendwas. Und dann habe ich hier auf der linken Seite 0, auf der rechten Seite und die Gleichung ist erfüllt. Dann habe ich eine Lösung. Gut, jetzt mache ich aber Folgendes. Jetzt mache ich mal hier einen Trennstrich, weil jetzt der Platz etwas knapp wird. Ich kreise mal hier die Nebenrechnung, die Polynomdivision ein. So, jetzt geht's weiter. Die Gleichung muss ich lösen. Da addiere ich erstmal auf beiden Seiten die 5. Dann erhalte ich x² gleich 5. Jetzt ziehe ich auf beiden Seiten die Wurzel. Das mache ich mal hier, dann erhalte ich Wurzel x² gleich Wurzel 5. So. Ja, und das ergibt dann x gleich plus minus Wurzel 5. Oder ausführlich geschrieben, ich schreibe mal x gleich plus minus Wurzel 5 ausführlich. X, das wäre dann die zweite Lösung, das war die erste, die geratene Lösung. Die zweite Lösung wäre x gleich Wurzel 5 und die dritte Lösung wäre dann x gleich minus Wurzel 5. Also einmal plus Wurzel 5, einmal minus Wurzel 5. So, und dann haben wir also unsere drei Lösungen erhalten. Die erste, x1, hatten wir geraten, das war minus 1. Und dann hatten wir aufgrund dieses Satzes hier eine Polynomdivision durchgeführt. Das heißt, die Seite hier in ein Produkt verwandelt. Und dann hatten wir den zweiten Faktor hier gleich 0 gesetzt und dadurch die anderen beiden Lösungen rausbekommen. x2 gleich Wurzel 5 und x3 gleich minus Wurzel 5. Da haben wir unsere 1, 2, 3 Lösungen zusammen und eine algebraische Gleichung dritten Grades kann ja maximal 3 Lösungen haben. Und da wir 3 haben, brauchen wir nicht weitersuchen. Ja, damit sind wir am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.